die komplette Geschichte von FNAF 2 erklärt. So, hallo zurück meine Freunde, in einem der letzten Videos haben wir FNAF 4 besprochen, aber wieso eigentlich? Sollten wir nicht mit FNAF 1 starten, weil es ja das erste ist? Nicht ganz, denn FNAF 1 spielt wahrscheinlich im Jahr 1993 oder 92 und ich habe auch letztens ein Easter Egg gezeigt, das Fredbear's Family Diner im Jahr 1983 zeigt. Also die Reihenfolge, wann die Spiele rauskommen, ist völlig egal. Ich werde das aber wahrscheinlich weiter wiederholen müssen. Aber bevor es weitergeht, wenn du Bock auf mehr coole FNAF-Videos hast, dann abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpassen kannst. Wie schon erwähnt, ist FNAF 1 ziemlich spät dran, im Vergleich zu Five Nights at Freddy's 2 und 4, obwohl man es keinem übel nehmen kann, dass man denken würde, dass FNAF 1 vor FNAF 2 spielt. Da man vermuten könnte, dass die zerstörten Roboter hinten im Lager einmal die originale Truppe aus FNAF 1 wären. Keiner kann erzählen, dass er von Anfang an gedacht hat, dass FNAF 2 vor dem ersten Teil spielt, da direkt nach dem Release von FNAF 2 kein FNAF 4 war. Das bedeutet, man konnte es gar nicht wissen. Also nichts dabei denken, wenn ihr bis jetzt gedacht habt, dass FNAF 2 nach FNAF 1 spielt. Wahrscheinlich wissen das die meisten von euch nicht, die nicht so in der Materie drin sind, wie ich zum Beispiel alter Nerd. Aber hey, dafür bin ich ja da. Okay, aber wer sind jetzt eigentlich diese alten Roboter hinten im Lager? Diese spielen eine sehr wichtige Rolle, die ich jetzt versuche zu erklären. Es gibt zwei Theorien. Entweder die erste Theorie, die vier zerstörten und dieser eine mysteriöse Roboter sind aus Fredbear's Family Diner. Das ergibt Sinn, aber die zweite Theorie geht davon aus, dass es davor auch noch eine Pizzeria gab, nämlich die allererste Freddy Fazbear's Pizza. Nein, nicht der erste Teil, sondern sehr früh in den frühen 80ern eine, während Fredbear's und Circus Babies. Man findet auch raus, dass es schon während FNAF 4 und Circus Baby auch ein anderes Lokal gab, neben diesem mysteriösen von vorher, und das heißt Juniors. Es ist größer, vielleicht auch besser als die anderen, naja, und es ist genau das, wo wir in Five Nights at Freddy's 2 spielen. Das erste Lokal war Fredbear's, das ist ziemlich gut gelaufen. Dann haben sich Henry und William gedacht, ja, jetzt machen wir jetzt noch ein paar mehr auf. Dann kam Circus Baby, wobei die Aktion in Sister Location nicht in den frühen 80ern spielen, höchstwahrscheinlich. Ich glaube, in meinem FNAF 4 Video habe ich das sogar gesagt, aber ich lasse es mal lieber so stehen. Ich werde mir das nochmal genauer anschauen und in meinen kompletten Five Nights at Freddy's Zusammenfassung werde ich es noch genauer erklären. Also es gibt Fredbear's, Circus Babies oder Baby, später dann Juniors und dann noch eben die erste Freddy Fazbear's Pizza Pizzeria. Dort gab es auch die vier OGs, also ja, ich habe jetzt schon oft genug gesagt, wer das ist, ich glaube, ihr wisst es langsam. Aber in diesem Video widerlege ich auch sehr viele Theorien aus meinen vorherigen Videos. Nämlich, ich denke, dass Purple Guy schon vor dem Bite of Ages wie verrückt war. Ich schätze, dass er im Jahr 1982 5 Kinder getötet hat. 5 andere als schon vorher. Die Namen von 4 sind bekannt. Fritz, Jeremy, Gabriel und Susie. Das erste Opfer war Susie. William war in einer der Spring Bonnie Anzüge und versprach ihr, dass er ihr zeigen würde, wo sich ihr Hund versteckt hat. Dann der Lauf der Dinge und er stopfte sie daraufhin in den Chica Suit. Wie bei fast jedem geht der Geist auf den Anzug über und wir wissen, dass sie die erste war, aufgrund einer Voiceline in FNAF Ultimate Custom Night von Chica. Die anderen 3 Kinder waren Fritz, Jeremy und Gabriel. In welchen Animatronics die jeweiligen sind, wissen wir leider nicht. Nur, dass sie nicht die ersten waren und in Freddy, Bonnie und Foxy gestopft wurden. Dann noch eine Sache, die eine Theorie über Golden Freddy von mir widerlegt. Es gibt ja 5 Kinder, aber wer ist denn der 5. von denen? Der Name von ihm oder besser gesagt von ihr lautet Cassidy. Sie ist genau die eine, the one you should not have killed. Wir wissen, im FNAF 6 stirbt William. Oder auch nicht, aufgrund von diesem Teil, aber mit dem habe ich mich noch nicht so beschäftigt. Und er kommt dann in eine Hölle. Oh f***, jetzt habe ich euch gespoilert. Okay, nicht die Hölle wie die Mittelalter, sondern eine Hölle, die Cassidy geschaffen hat in Williams Mind oder in der Unterwelt, keine Ahnung. Und Cassidy wird damit nicht aufhören, sie zahlt ihm alles Elend, was er geschaffen hat, doppelt und dreifach heim. Und Cassidy braucht auch noch einen Anzug, nämlich den von Golden Freddy. Gut, das passiert im Jahr 1982, vor dem Bite of 87 und vor Juniors. Aufgrund der Morde und dem stickenden Geruch wurde es geschlossen. Klar. Und die alten Roboter, die dort waren, werden jetzt als Ersatzteil in Juniors verwendet. Die teuer Animatronics dort wurden darauf konzipiert, dass sie Erwachsene nicht mögen oder im Ernstfall auch angreifen. Was auch erklärt, wieso sie so viel aggressiver als sie normal sind. Zum Schluss gibt es noch Puppet, der eine Animatronic, der darauf konzipiert war, die Tochter von Henry zu, nicht töten, sondern zu beschützen. Nicht vor Purple Guy, weil zu der Zeit wusste es Henry noch gar nicht, dass William so böse war, nee, sondern von den Animatronics. Oder zumindest vor dem einen Mörder, wo keiner genau weiß, wer er ist, der schon seit Jahren hier rumrennt. Später tötete William die Tochter von Henry und diese ging in ihren damaligen Beschützer, Puppet. Und sie hatte so etwas auch wie ein Beschützerinstinkt. Da kommt auch dieses Minigame her. Sie gibt den 4 Kindern die Geschenke, also Anzüge, und am Schluss gibt sie Cassidy auch noch den Golden Freddy Anzug.
Woher der Golden Freddy-Anzug wirklich herkommt, weiß man nicht genau. Ich dachte von Fredbear, aber Juniors gab es auch während dem Bite of 83 und die ersten 5 Kinder waren wahrscheinlich 82, also schon vor dem Bite of 83. Also ist Golden Freddy entweder vielleicht wirklich nur eine goldene Version von Freddy oder irgendetwas anderes aus einer vergessenen Zeit. Jetzt das krasseste überhaupt. Es gibt eine neue Theorie, die ich in einer Weise Glauben schenken kann, aber ich bin mir nicht genau sicher. Ich habe euch ja erzählt, dass Michael Afton der Bruder von Crying Child ist. Was, wenn ich euch sage, dass das Crying Child Michael ist? Im Grunde ist es plausibel, weil William hat nur 2 Kinder angeblich. Und wir wissen auch, dass William auch safe eine Tochter hat und Michael hat. Daher, vielleicht ist der ältere Bruder einfach nur ein Cousin oder so, deswegen bin ich mir aber auch unsicher. Weil ich nicht genau weiß, was es mit dem vermutlichen älteren Bruder auf sich hat. Auf jeden Fall sagt dann der kleine Fredbear dann noch am Ende, I will put you back together. Und das ist der Satz, der mich schon damals zum Grübeln gebracht hat. Das war die Lücke, die in meiner alten Theorie keinen Sinn ergeben hat. Das, was jetzt einige erwarten könnten, ist, dass Michael Afton von Purple Guy nachkonstruiert in einer Art Cyborg wurde. Er wurde dann auch später programmiert, um seine Schwester wiederzuholen, aber über Sister Locations mache ich ein anderes Video. Gut, also Fredbear's Circus Baby und Freddy Fazbear's Pizza wurden geschlossen. Warum das? Fredbear ist aufgrund Michael und des Business of 83, Circus Baby, weil die Tochter von William starb und Freddy Fazbear's Pizza, weil dort die Morde passierten. Welches Restaurant gibt es noch? Na klar, Juniors. Die Frage ist, ob Purple Guy dieses Restaurant auch noch geführt hat, weil das Restaurant, findet man heraus, auch nicht wirklich weit von seinem Haus entfernt ist. Aber einige Leute denken, dass Henry William irgendwie verbannt hat. Wie auch immer das gehen soll, weil die sind ja eigentlich gleichgestellt, aber gut, wir nehmen das mal auch so an. Was ist es dann eigentlich jetzt endlich mit dem Bite of 87 auf sich? Das Event, was früher so popular war. Es hat etwas mit dem Night Guard und Mangle zu tun. Dieser trägt den Namen Jeremy Fitzgard. Auf jeden Fall bis höchstwahrscheinlich Mangle, der weiße und weibliche Foxy, ihm in den Kopf hinein und nahm angeblich einen Teil seines Gehirns mit. Blöd gelaufen, Jeremy. Was fehlt dann noch? Wieder 5 Kindermorde. Wahrscheinlich wieder im Spring Bonnie Anzug gekleidet, kam William wieder in Juniors vorbei und tötete 5 weitere Kinder, welche er wieder in die Anzüge stopfte. Dieses Mal sind es aber die Toy-Anzüge. Nach diesen Ereignissen schloss nun endlich auch das letzte Restaurant der Vertriebskette. Wahrscheinlich hat es auch am längsten durchgehalten eigentlich. Was es mit Five Nights at Freddy's 1 und 3 auf sich hat, das werde ich in einem der nächsten Videos besprechen. Da FNAF 3 chronologisch gesehen FNAF 1 am nächsten liegt, außer FNAF 6, es liegt sogar noch etwas näher. Aber entweder mache ich zudem auch ein extra Video oder das werde ich auch rein integrieren, weil das dauert eigentlich auch nicht so lange, FNAF 6 zu beschreiben. Wenn dir aber dieses Video gefallen hat, dann kannst du es gerne liken und kommentieren, würde mich sehr freuen. Aber ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.